Erntebeispiel löst Appetit auf. Warum muss ich immer mein Bestes geben oder etwas zur Freude ausführen? Manchmal habe ich keine Freude an einer Aufgabe. Wenn der Bauer das aus folgender Geschichte auch so sehen würde, so hätten wir ein Problem. Ein Bauer bearbeitet sein Feld, indem er es von Unkraut befreit, Steine und Dornenbüsche entfernt und es dann pflügt. Danach bereitet er den Boden vor, indem er ihn düngt und wässert. Dann sät er die Saat aus und nach gewisser Zeit, wenn sie keimt und gewachsen ist, sie gejätet, gedüngt und gewässert wurde und sie nun reif ist, dann erntet der Bauer sie und fährt seine Ernte heim. Nach dem Einfahren der Ernte und dem Dreschen wird sie zum Gebrauch oder Verkauf gelagert. All diese verschiedenen Prozesse sind notwendig, um dem Menschen den Magen zu füllen. Diese Erkenntnis muss man fühlen, damit man versteht, dass Hunger und Durst, Freude und Leid, Trauer und Verlust, Leiden und Wut, Essen und Appetit nur Impulse sind, die dir helfen, die Gegenwart des Herrn zu spüren. Wenn du diese Einstellung hast, wird das Böse diese Aktivitäten niemals trüben. Der Appetit wird verschwinden, ohne einen Hauch von Namen oder Form erkennen zu geben. Wenn andererseits der Appetit als wichtig behandelt wird, kann dies nur Trauer hervorbringen, keine Freude. Es wird unmöglich sein, Frieden zu erlangen. Deine Aufgabe: Alle Handlungen sollten im Geist der Hingabe an den Herrn ausgeführt werden. Ermüdung, Essen, Gehen, Lernen, Dienen, Bewegen, all das führt zur Freude Gottes. Und da Gott in jedem ist, kannst du es auch zur Freude deiner Eltern, Großeltern, Trainer, Freunde und so weiter ausführen.